League zweifacher Torschütze war, obwohl nicht ganz fit, Christian Meyerleb. Meyerlebs Prellung der großen Zehe merkt man im Spiel jedoch nichts. Bereits nach 7 Minuten nützte ein Zuspiel von Hopfer zur 1:0-Führung. Ein in der Entstehung etwas glückliches Tor, denn Hopfers Pass war wohl nicht so geplant. Aber es ist Folge von Austrias Taktik, die voll auf Konter ausgerichtet ist. Wir haben sehr clever gespielt, haben es kommen lassen und sind dann auf die Konter gegangen und das ist uns sehr gut gelungen heute. Und hinten sind wir in den letzten Spielen schon sehr gut gestanden und von dem her ist das, glaube ich, das Resultat sehr verdient. Verdient auch, weil Tirols Spiel nach vorne nicht klappt. Gefahr droht nur Standardsituationen, wie jedoch Giliwitz schon nach der Pause. Kurz vor Schluss dann die endgültige Entscheidung. Austrias Team Rost kommt im Strafraum zu Fall. Die Lupe beweist klares Foul von Michael Bauer. Der Elfer ist wieder Sache für Christian Meyerleb. Die Austria besiegt den FC Tirol mit 2:0. Eine Niederlage, die den Meister aus Innsbruck schmerzt. Ja, es tut immer weh, wenn man eine Niederlage kriegt. Und speziell, wenn man eine Niederlage kriegt, wo man an die Tabellenspitze kommen kann. Und daheim auch noch. Jetzt steht man im Auswärtsspiel in Ried wieder total unter Druck. Das müssen wir jetzt unbedingt gewinnen, um vorne dabei zu bleiben. Und ja, da werden wir wieder vieles besser machen müssen. Weil wenn wir so Fußball spielen wie heute, werden wir nicht sehr viele Spiele gewinnen.